Liebe Zuschauer, recht herzlich willkommen hier bei Pearl TV mit dem Thema Küche und Haushalt. Und wenn Sie mich persönlich fragen, empfinde ich es ein Stück weit als Segen unserer Zeit, das Unangenehme, das Schweißtreibende und mitunter auch durchaus anstrengende Hausarbeiten heutzutage dann doch eher von den Maschinen erledigt werden können. Wir werden Ihnen in den kommenden Minuten einiges zeigen können, was Ihnen zu Hause die Arbeit deutlich leichter erscheinen lassen wird als in der Vergangenheit. Und Kathi Steiner ist bei mir. Kathi, das sind doch wirklich Möglichkeiten, die man heutzutage hat, von denen unsere Eltern eigentlich fast nur träumen konnten, oder? Ja, heutzutage hat man einfach ein bisschen mehr Komfort. Man kann es sich etwas leichter machen. Und wie, das zeigen wir Ihnen jetzt in dieser Stunde. Wir haben tolle Sachen mit dabei, egal ob es ums Fensterputzen geht, ums Boden reinigen und wir werden Ihnen tolle Produkte zeigen, die Ihnen wirklich die Hausarbeit sehr viel erleichtern werden. Weil warum soll man sich abmühen, wenn es wirklich auch einfacher geht? Und beginnen wollen wir mit ganz tollen Wischrobotern, beziehungsweise mit einem Wisch- und Kehrroboter dann auch. Die sind toll, wenn Sie glatte Böden zu Hause haben. Hier sehen wir einmal unseren kleinen, den kompakten Wischroboter im Einsatz. Ganz, ganz wendig wischt er eigenständig die Böden. Egal ob Parkett, ob Linoleum, ob vielleicht ein glatter Flies. Boden, überhaupt kein Problem. Schauen Sie sich das an. Also ist wirklich eine tolle Arbeitserleichterung, dass man nicht täglich wirklich durchsaugen muss quasi, weil den kannst du hinsetzen. Der ist perfekt für diese, kennst du diese Staubmäuse? Ja, die kenne ich. Manchmal so irgendwo festsetzen. Leider kenne ich sie, ja. Da ist er wirklich perfekt für, weil der ist ja auch so klein. Hier sehen wir ihn mal. Der fährt unter den Tisch einfach und erkennt Hindernisse auch sehr gut. Wir haben gerade gesehen, er ist an ein Stuhlbein gestoßen und da hat er direkt gewendet. Also das ist wirklich toll gemacht, diese Technik. Heutzutage, die begeistert dann. Das ist natürlich jetzt auch ein vorprogrammiertes Bewegungsmuster, was wir gerade sehen. Das heißt, er geht also wirklich nach einem ganz bestimmten Schema, nach einem ganz bestimmten Prinzip durch die Räumlichkeiten durch, hat hier den Bumper vorne dran, deswegen bitte keine Angst vor, Moment, ich halte es mal so, da kann man es, glaube ich, besser erkennen. Das heißt also bitte keine Angst vor irgendwelchen Dellen oder Kratzern in Ihren Möbeln. Und so sieht das gute Stück dann also auch von unten aus. Ich finde es fantastisch, weil der sich um 360 Grad drehen kann, natürlich auch die Fugen mitnimmt. Das heißt, der hat ein leichtes Spiel und man kann ihn ja auch trocken oder eben feucht einsetzen. Das heißt, entweder antistatisch für die Haare oder auch mal feucht für die Fußtapsel, die logischerweise auch im Sommer hier und da mal entstehen. Das kennt jeder. Ein ganz, ganz beliebter Artikel bei uns im Haus und so unglaublich preisgünstig heute, oder? Ja, wir haben ihn heute für 39,50 Euro hier im Angebot. Mhm. Und egal, ob Sie dann trocken oder feucht reinigen möchten, das bleibt Ihnen überlassen. Hier unten sind diese Tücher, die man hier aufzieht. Das geht auch relativ einfach. Die kann man dann entweder trocken lassen oder halt befeuchten. Dann macht man die hier schön drauf. Ich kann es ja auch mal zeigen, wenn man das abmacht. Man klipst das hier einfach nur raus quasi, also nimmt hier dieses Tuch ab. Da also sehen kein wir Werkzeug, es mal. Gar nichts. Nein, braucht man gar nicht. Und super. Dann kann man das auch super schnell dann auswechseln einmal. Das neue Tuch drauf, das wird hier einfach nur so wieder eingeklipst. Dann kommt das wieder hier unten dran. Und schon geht's los. Und bis zu 90 Minuten reinigt dieser Roboter dann bei Ihnen in der Wohnung. Möchtest du deinen mal fahren lassen? Aber selbstverständlich, ich warte schon die ganze Zeit gerne. Drauf. Das Schöne ist, man kann ihn einstellen, ob man einen hellen Boden oder einen etwas dunkleren Boden hat. Das wirkt sich im Prinzip auf das Wischverhalten aus. Wir haben jetzt hier einen Mittelboden, das heißt, ich habe ihn jetzt eingestellt. Und alles, was ich jetzt noch machen muss, ist hier oben auf den kleinen Knopf drücken. Ich laufe ihn mal hinterher und simuliere mal ein Stück weit Tischbeine oder auch mal Stuhlbeine. Schauen Sie sich das mal an. Also sobald er irgendwo auf ein Hindernis stößt, und glauben Sie mir, er ist ausgesprochen zärtlich zu mir und auch zu Ihren Möbeln oder auch zu Omas Erbvase, die mitten im Wohnzimmer steht, dass der Ihnen definitiv nichts verkratzt und nichts kaputt macht. Im Gegenteil, er sorgt einfach für ein ordentliches und sauberes Wischergebnis zu Hause, egal ob trocken oder feucht. Und ganz ehrlich, in dieser Zeit gehe ich doch lieber mit meinem Sohn eine Runde auf den Fußballplatz oder vielleicht ein leckeres Eis essen. Stell dir das mal im Hochsommer vor, mit dem Wischmopp durch die Wohnung. Moment, jetzt sorgt er uns hier ab. Das ist das Tolle, der fährt ja auch überall selbstständig drunter. Der ist ja so klein und kompakt gebaut. Sie sehen das hier, eine ganz geringe Bauhöhe, sodass der wirklich ruckzuck dann auch mal unter dem, zum Beispiel das Sofa drunter fährt oder unter das Bett oder so. Das macht ihm dann gar nichts. Also da können Sie wirklich aufatmen, nie mehr unter dem Bett saugen müssen oder unter der Couch. Hier fährt er wirklich perfekt drunter und reinigt dann mit diesen Tüchern alles ab. Also schlagen Sie zu, heute hier für 39,50 Euro. Da erleichtert man sich wirklich die Hausarbeit um einiges. Eine tolle Sache hier bei uns.
die NC5690 und die 569 ist hier Ihre Bestellnummer. Unser kompakter Wischroboter, hier sehen wir es gerade bei so Fußtapsen, ist der natürlich auch perfekt geeignet, wenn Sie da mal ausreinigen wollen. Kein Problem. Bis du da mal den Aufnehmer in der Hand hast oder selbst so einen Lappen aus der Küche geholt hast, ist der Roboter schon dreimal fertig. Und das bei 28 Grad Raumtemperatur im Sommer, dann lasse ich lieber die Maschine arbeiten und schlürfe was Kühles zu trinken draußen auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Oder sehen Sie das anders? Hm? Wir haben noch ein zweites tolles Modell, liebe Zuschauer. Und während der erste wischt, entweder trocken oder feucht, haben wir jetzt ein sehr, sehr interessantes Modell für Sie, was quasi zwei Dinge unter einem Dach vereint. Jetzt haben wir nämlich hier unseren Kehr- und Wischroboter. Und auch das finde ich super. Kleine Krümel vom Frühstück beispielsweise sind für diesen Kameraden überhaupt keine Herausforderung. Auch sehr kompakt gebaut von oben. Wir sehen es hier einmal von vorne. Und wenn ich den umdrehe, dann sieht man ein bisschen, dass hier auch gewischt wird. Also hier wieder dieses Wischtuch, was man auch auswechseln kann ohne Probleme. Trocken oder auch dann feucht zu benutzen. Aber hier oben, da sehen wir, da ist so eine Kehrbürste eingearbeitet. Vielleicht kennen das einige von Ihnen von den Kehrbesen, die man früher noch zu Hause hatte. Und hier sind diese Borsten eingearbeitet. Der kehrt quasi dann Krümel oder Schmutz, gerade auch so vom Frühstückstisch, wenn dann so Brotkrümel unten auf die Erde gefallen sind. Kehrt er das wirklich perfekt ein. Hier an den Seiten extra auch nochmal diese kleinen Borsten eingearbeitet, sodass sie hier perfekt auch aus den Ecken dann alles reingekehrt wird. Also ist eine tolle Sache. Wie sieht es mit Beuteln aus, Kathi, ganz kurz? Ist beutellos. Ich kann das auch mal zeigen. Man nimmt hier oben einfach einmal diesen Auffangbehälter raus. Das sehen wir. Das ist ja spitze hier. Guck mal. Und den leert man dann einfach wieder aus. Also man muss keine Beutel kaufen, sondern hier wirklich ganz umweltfreundlich auch mit diesem Auffangbehälter, den man dann einfach einmal in den Mülleimer ausleert, dann wieder einsetzt. Geht ganz einfach. Alles hier schön gemacht. Und du kannst entscheiden, ob er jetzt nur kehren soll oder halt auch kehren und wischen zusammen. Das kann man wunderbar oben einstellen auch, je nachdem. Also wenn du zum Beispiel einen Flurbereich hast, wo einfach nur jemand von draußen reingelaufen ist, vielleicht die Kinder oder der Hund mit nassen Fußtapsen, dann reicht es ja kurz, wenn gewischt wird. Aber wenn du halt überall Krümel vielleicht noch hast, wie nach dem Frühstück, dann vielleicht einfach einmal kehren und gleichzeitig wischen lassen. Das erspart einem dann noch richtig viel Arbeit. Ich finde die Formulierung so klasse. Einfach kehren und wischen lassen. Das klingt wie in einem Luxushotel und das können Sie auch zu Hause haben, liebe Zuschauer. Sie haben es gerade gesehen mit einem ordentlichen Preisvorteil am heutigen Tage. Und ich habe irgendwann am letzten Wochenende in der Zeitung einen Bericht gelesen über diverse Haushalts- und Reinigungsroboter. Unter anderem ist auch unser Kehr- und Wischroboter richtig gut bewertet worden, alleine vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Dann sehen wir hier einen TV-Sonderpreis von noch nicht mal 80 Euro, von knapp 200 Euro kommen. So sagt der Hersteller, wäre die unverbindliche Preisempfehlung. Das nenne ich persönlich einen Schnapper. Und wenn der mir auch noch zuverlässig das Kehren und Wischen zu Hause abnimmt, während ich mich mit angenehmeren Dingen im Sommer beschäftige, ist das doch wirklich genau das, worauf ich zu Hause gewartet habe. Es ist so schön, weil gerade, wenn du einfach mal durchwischen möchtest oder durchkehren lassen möchtest, du hast irgendwie Krümel, vielleicht, wie gesagt, halt irgendwelche kleinen Fußstapfen, der macht das wunderbar alleine bis zu 90 Minuten lang. Also den setzt dann einfach kurz hin. Ja, da jetzt fährt er schon wieder ab. Ja, warte. Guck ihn dir an. Ach, Moment. Mal gucken, ob er die... Ja, ich habe das auf hellen Boden eingestellt. So. Das Tolle ist, man sieht vorne jetzt sehr gut diese roten Sensorleuchten auch. Wie du gerade gesagt hast, man kann den auf unterschiedliche Böden auch einstellen, sodass hier zum Beispiel keine Treppe runterfällt. Ja. Ne? Finde ich ganz entscheidend, gerade wenn du in der Maisonette-Wohnung wohnst, dann hast du in der Regel eine Wendeltreppe oder eine kleine Treppe hoch ins erste Geschoss. Da ist es wichtig, dass dir den nicht komplett die ganze Treppe runtersockt. Fährst du mal wieder zurück. Ja, der folgt seinem eigenen Rhythmus jetzt hier. Der hat einen Wisch- und Putz-Algorithmus. Weißt du was? Und vor allem das Schöne ist, Moment, nimm ihn mal kurz hoch. Er hört natürlich auch auf zu laufen, sobald du ihn hochnimmst. Denn über die Sensoren erkennt er ganz klar, er hat den Bodenkontakt verloren. Ist also nichts mehr zu wischen, dann geht er automatisch aus. Ist doch Spitzenklasse an dieser Stelle. Und vor allen Dingen auch hier wieder schön flach. Das heißt, er passt unter jedes Sofa, unter jedes Bett, unter jeden Schrank. Und in der Regel sammeln sich dort überall die ganzen Wollmäuse, die ganzen Fussel. Wacht mal ab, wenn in ein paar Wochen die Pappeln dazukommen. Natürlich musst du zwischendurch dann auch mal wischen und staubsaugen. Das ersetzt ja jetzt nicht das ordentliche, nasse, tolle Durchwischen. Ja. Aber es ist halt wirklich so eine Arbeitserleichterung für den Alltag, weil du den jeden Tag mal laufen kannst und da hält so eine Grundsauberkeit da ganz gut. Ja, eben, ganz genau. Und ganz ehrlich, bei uns zu Hause sagt meine Frau, könnten wir an sich jeden Tag drüber wischen. Ihr habt ja auch den Hund, Carsten, da ist das ja auch so, diese Hunderhaare. Wir haben noch einen Hamster und das ganze Einstreu, dann kommt natürlich auch der Staub und so weiter auf den Boden. Und das hier finde ich mal sehr, sehr interessant zu sehen, was der hier wirklich auch mit den Kanten macht. So, jetzt fährt er gleich auf unsere Kamera zu, aber da bin ich eigentlich guter Dinge, dass da nichts passiert.
Heute für 79 Euro, der fährt jetzt hier einmal durchs Studio. Der Kehr- und Wischroboter aus dem Hause Sichler, der nimmt Ihnen einiges an Arbeit ab. Spektakel. Und hält eine Grundsauberkeit bei Ihnen zu Hause. Mit der Bestellnummer NC5691 in der 569 können Sie jetzt bestellen. Die Kollegen im Callcenter sind gern für Sie da. Einfach anrufen unter der 0180 51 51 dreimal die 2. Und Sie wissen es, Sie können so oft anrufen, wie Sie möchten bei den Kollegen. Hm? Die freuen sich immer über Ihren Anruf, nehmen Ihre Bestellung gern auf und Sie zahlen dann pro Tag nur einmal Porto bzw. Versandkosten. Also wenn Sie was sehen in der nächsten Sendung, auch nochmal einfach nochmal anrufen. Überhaupt kein Problem, ne? So, jetzt haben wir gewischt, jetzt haben wir gekehrt und gewischt, je nachdem, was Sie tun möchten, je nachdem, was ansteht zu Hause. Jetzt möchten wir Ihnen gerne den am häufigsten gewählten Staubsaugerroboter hier bei Pearl TV anbieten, liebe Zuschauer. Und bevor Sie gleich abwinken und sagen, oh Gott, ein paar hundert Euro für so einen Staubsaugerroboter zu Hause, das muss nicht unbedingt sein. Schauen Sie sich bitte mal unseren Preis an und schauen Sie sich bitte jetzt mal in aller Ruhe die Präsentation an. Denn das kleine Kerlchen ist wirklich fantastisch. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe den jetzt mittlerweile seit 3-4 Monaten zu Hause. Und meine Frau und ich, wir sind immer wieder schlichtweg begeistert, wenn der fertig ist mit seiner Arbeit. Was nimmt der uns zu Hause für einen Druck weg? Immer dieses ständige im Nacken, ich muss noch saugen zu Hause. Oh, das nimmt wieder eine Stunde Zeit in Anspruch. Das bei 28 Grad Raumtemperatur im Hochsommer. Ganz ehrlich, das lasse ich lieber diesen kleinen Kameraden machen. Schau dir an, wie zuverlässig der den Schmutz regelrecht sucht. Besser geht's gar nicht hier, ne? Es ist wirklich toll. Er saugt Ihren Boden wirklich ganz, ganz präzise ab, fährt auch hier durch die kleine Bauweise wieder unter den Sofa zum Beispiel drunter oder auch unters Bett oder unter Schränke. Das ist überhaupt kein Problem. Der macht das wirklich ganz toll. Also genau. Gerade beim Staubsaugen immer dann unters Bett. Und hier sehen wir etwas ganz Wichtiges. Der fährt alleine zurück zu seiner Ladestation. Das heißt, er hat eine Autoladefunktion. Der fährt von alleine wieder zurück, lädt sich wieder auf und man kann den über eine Woche programmieren. Das bedeutet für Sie stellen dann am Anfang ein, wann der fahren soll. Und der fährt dann zum Beispiel, wenn Sie sagen, morgens von 9 bis 10 soll gesaugt werden, dann macht er das. Und zwar ganz, ganz selbstständig. Da müssen Sie sich dann nicht mehr drum kümmern. Ja. Und das, finde ich, ist eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Und wenn man zwischendrin mal sieht, ach, sollte noch mal kurz gesaugt werden, dann kann man den ja auch noch mal separat mit der mitgelieferten Fernbedienung dann einschalten. Das ist auch kein Problem. Hat hier unterschiedliche Reinigungsmodi natürlich. Und wir können ihn uns ja mal von hinten anschauen, damit Sie sehen, wie das funktioniert. Ja. Das ist nämlich ganz spannend, immer das auch mal zu sehen. Hier ist also der Einsaugstutzen in der Mitte, da sehen wir es sehr, sehr gut. Da wird also alles eingesaugt. Die Bürsten rechts und links rotieren und bringen dann den Schmutz hier in diesen Einsaugstutzen. Ja, gerade auch in den Ecken ist das ganz wichtig. Ne? Schauen wir hier, was der mit dem Konfetti macht. Ja, da sieht man das sehr gut. Also der kehrt das wirklich richtig alles zusammen und saugt das dann mittig perfekt ganz ehrlich, da hat unser Staubsauger, der ganz normale Handstaubsauger mit knapp 2000 Watt Leistung zu Hause, schon seine Schwierigkeiten. Schaut dir das mal an, wie präzise der da drüben geht. Und er würde auch noch mal vor und zurückfahren, wenn er erkennt, da ist noch ein kleines Fitzelchen übrig geblieben. Denn der hat ja auch die ganzen Sensoren drunter, die zuverlässig den Schmutz erkennen, aber natürlich auch Hindernisse erkennen, wie zum Beispiel Stuhlbeine, Tischbeine, aber eben auch mal eine Treppenstufe, dass Sie keine Angst haben müssen, dass der auf einmal dann von der ersten Etage runter ins Erdgeschoss bollert. Das macht er nicht, der dreht da vorher ab. Der hat 9 Sensoren hier verbaut, die sieht man hier ringsrum, da sind diese Sensoren eingebaut und die gehen hier einmal ringsrum und dann kann der wirklich das wunderbar erkennen alles. Mhm. Und auch hier wieder, du hast auch gesagt, von beutellos. Also auch wieder ganz wichtig, umweltfreundlich. Ganz Sie müssen keine Beutel kaufen, sondern man drückt hier einfach nur drauf. Ich zeige Ihnen das mal so rum. Dann nimmt man hier diesen Auffangbehälter raus. Da sind natürlich auch noch die Filtereinheiten mit drin. Da wird die Luft auch gleichzeitig gereinigt, sodass da kein Staub wieder in Ihrer Wohnung verteilt wird. Mhm. Sondern hier diesen einen kleinen Behälter einfach dann mal ausleeren, wieder hinein und schon kann es weitergehen. So, jetzt schau dir das mal an. Das ganze Spektakel. Und glauben Sie mir, es ist ein Spektakel. Meine Frau und ich, wir stehen immer noch mit offenem Mund davor und schauen uns an, wie der auch von einem glatten Boden mal über den kurzflorigen Teppichboden vor dem Fernsehapparat drüber geht, dort, wo natürlich gern gekrümelt wird. Das ist kein Problem. Es ist wirklich absolut faszinierend. Keine Beutel mehr, gar nichts. Und wenn er leer gelaufen ist, fährt er sogar noch rückwärts an die Ladestation wieder dran. Jetzt gucken wir uns das Ganze also auch mal im Studio an. Entweder Sie geben eine manuelle Richtung vor und sagen, du, jetzt geh mal da hinten ins Eck hinein oder mal eben unterm Sofa. Oder Sie lassen ganz einfach wirklich das Putzprogramm durchlaufen.
dann macht er das ausgesprochen präzise und hört eben erst dann auf zu saugen, wenn er fertig ist mit seiner Arbeit. Ich finde es übrigens auch super, dass der so leise ist hier. Der stört ja nur wirklich überhaupt keinen Menschen mehr. Überhaupt nicht. Und du siehst richtig, der fährt jetzt, ich habe ihn jetzt eingestellt, auf so Kreisbewegungen, dann macht er kreislich den Raum toll. Und wie gesagt, wenn er dann fertig ist mit seiner Arbeit, dann fährt er direkt auch wieder an seine Ladestation und lädt sich direkt wieder auf. Also wirklich eine tolle Sache hier für 189,91 € bei uns zum TV-Sonderpreis mit der Bestellnummer NC5724 und der 569. Da können Sie jetzt zugreifen und sagen, ja, so ein kleines Design-Highlight ist er ja auch, muss man auch mal ganz klar so sagen. Ich bin froh, dass du das sagst. Hol ich mir nach Hause. Ich hab das meiner Frau gesagt, guck mal, ist der nicht schick? Der soll saugen, der soll nicht schick sein. Ist ja gut, aber ist doch schön, wenn er auch noch gut aussieht. Ja, das tut er. Ja, und das oder? Kann ich nur bestätigen. Ich finde den wunderschön. Ist ein richtiges Designerteil, kommt aus der Sichler Premium-Schmiede und ist heute zu einem TV-Sonderpreis zu haben, der Sie wirklich sehen lassen kann. Überlegen Sie mal, was Sie für einen handelsüblichen Staubsauger bezahlen. Den müssen Sie auch noch im Schweiße Ihres Angesichts einmal quer durch die Wohnung schleppen und alle 3 Meter eine neue Steckdose suchen. Ja? Es gibt noch eine Steigerung zu unserem Sichler Premium Staubsaugerroboter, den Sie gerade kennengelernt haben. Und das ist unser rotes Modell. Auch das unglaublich beliebt bei unseren Zuschauern. Und auch der nochmal in Sachen Technik noch etwas ausgefeilter als das erste Modell. Wobei der erste schon fantastisch ist. Ne? Traumhaft schön auch gearbeitet. Sie sehen das hier. Und ich zeige Ihnen hier auch gleich mal die Rückseite, damit wir uns das mal gemeinsam anschauen können. Hier sind dann 11 Sensoren verbaut, die halt den Boden abtasten und sich direkt dem Schmutz quasi widmen, den regelrecht suchen. Auch hier wieder diese 2 Bürstchen, die rotieren in der Mitte der Einsaugstutzen, wo der Dreck eingesaugt wird. Man beachtet auch hier extra nochmal diese Gummilippe, dass halt wirklich kein Staub irgendwie verloren geht, sondern es geht dann alles zu dieser Einsauglippe rein hier. Ja. Das ist wirklich toll gemacht. Wirklich durchdacht, das auch Teil, wieder diese gefederten Räder hier. Das ist natürlich ganz wichtig, damit er auch mal so einen kleinen Teppichboden zum Beispiel hochfahren kann, die über die oder Kanten. Mal ein bisschen wellig das im macht PVC-Bereich dem alles gar nichts. Oder wenn man mal ein Kabel liegen hat oder so, der fährt dann da direkt drüber. Ja. Auch hier 360-Grad-Rolle wieder. Vorne und diese ganz kurz, Bumper-Funktion. Kati, bevor wir uns die Rückseite anschauen, das UV-Licht haben wir da ebenfalls noch dran. Das genau, ich das super. Ist bei dem ja die Besonderheit. Ja. Darüber müssen wir mal ein bisschen sprechen, denn hier ist extra ein UV-Licht eingebaut. Und Sie kennen das vielleicht, das UV-Licht, das ist extra, um Bakterien zu töten. Richtig. Also gerade wenn man dann ein bisschen Bedenken hat, wenn man vielleicht auch Kleinkinder im Haus hat, wenn man anfällig ist, was Bakterien angeht. Viele ältere Menschen sind natürlich dann auch sehr anfällig gegenüber Keimen und Bakterien. Deshalb dann bitte hier diesen Wisch- und Saugroboter hier quasi, also Saugroboter wählen, da der hier dieses UV-Licht hat und da wird wirklich auf den glatten Boden vor allem auch noch dementsprechend die Bakterien getötet. Auch bei Kleinkindern, die vielleicht am Boden rumkrabbeln oder wenn man Haustiere hat, sollte man hier diesen Staubsaugerroboter wählen. Definitiv. Ich kenne es bei meiner Frau immer wenn Gäste kommen, heißt dann immer, könnt ihr bitte die Schuhe vor der Tür ausziehen. Das ist natürlich nicht immer zumutbar. Nur ganz ehrlich, man läuft mit seinen Schuhen den ganzen Tag über die Straße. Da lassen die Hunde die Notdurft ganz gerne mal drauf. Und das trägst du natürlich alles mit rein. Wenn man sich das mal ein Stück weit unter dem Mikroskop anschauen würde, was sich da zu Hause auf dem Fußboden so tummelt, dann wird es einem wahrscheinlich ein bisschen grün werden um die Nase rum. Und insofern nehmen die meisten Zuschauer, die einfach sagen, Mensch, ich möchte also auch diesen Hygienecharakter mit weiter vorantreiben, nicht nur das Saubere, sondern auch die Hygiene, diesen hier, weil der über die UV-Lampe zuverlässig Bakterien tötet. Das auch wieder für 189,91 €, Porto und Versandkosten frei geliefert. Da kann ich aus meiner Warte wirklich nur sagen, liebe Zuschauer, probieren Sie ihn einfach mal aus. Sie werden ähnlich begeistert sein wie Familie Ruland und wie viele unserer Zuschauer auch, die das Kerlchen schon zu Hause haben. Schaut euch das mal an. Der nimmt also auch diesen etwas mittelflorigen Teppichboden locker mit. Die Erfahrung habe ich zu Hause auch gemacht. Sehr, sehr zuverlässig und sehr, sehr schick finde ich ihn auch noch in diesem knalligen Rot. Ja, und viele, die halt wirklich auch eine Hausstauballergie haben, die entscheiden sich dann für diesen auch. Ja. Wie gesagt, mit diesem UV-Licht, das nimmt wirklich einiges an Bakterien noch weg und deshalb ist der sehr, sehr sinnvoll und auch hier wieder umweltfreundlich mit dem Auffangbehälter, den man entnehmen kann. Mhm. 0,5 Liter Fassungsvermögen einfach dann Menge ausleeren. Schon, reinpasst, wieder rein, genau. Das ist wirklich dann auch umweltfreundlich und ja, ist natürlich auch sehr kostengünstig, weil was bezahlt man, wenn man immer Beutel nachkauft? Natürlich, hier wirklich klar. Ein tolles Gerät. Und auch den haben wir hier hinten. Möchtest du ihn mal fahren lassen? Aber natürlich, warte mal. Weil das sieht wirklich ganz toll aus, wenn der dann fährt. Komm hier. Können wir ja mal ein bisschen zeigen. Der hat sogar noch eine kleine Lichtschranke im Lieferumfang enthalten. Ja. Das heißt, du kannst den also auch so einstellen, dass er von mir aus an der Lichtschranke Stopp macht, wenn du jetzt zum Beispiel die Küche oder das Badezimmer mal nicht saugen möchtest. Ja, oder einen Treppenabgang hast. Ne? Das ist wirklich auch sehr praktisch. Wollen wir noch mal gucken. Und der Starten macht das auch sehr, sehr zuverlässig. Also das ist wirklich
eine tolle Sache. Wenn der dann losfährt, hier sehen wir es mal, auch so. Den wieder kannst du mit einem Putzplan programmieren und der redet auch mit dir. Please wait, also, ganz genau. Ja. So, und los geht's. Clean. Und jetzt hört ihr das mal bitte an. Der ist natürlich ebenfalls richtig leise. Und man kennt das. Ich würde einen 2000 Watt Staubsauger, der so auf 90, 95 Dezibel mit unterkommt, niemals am Sonntagabend, wenn alle Leute zu Hause sind und ihre Ruhe haben möchten, laufen lassen. Diesen hier können Sie auch mal sonntagsabends um 9:30 oder um 10 Uhr mal eben durchsaugen lassen. Der wird wirklich keinen Menschen stören. Und das für so kleines Geld. Fantastisch finde ich das Teil hier. 189,91 € mit der Bestellnummer NC5725. Und der 569. Wenn Sie sich überlegt haben, einen Staubsaugerroboter sich zuzulegen, dann würde ich hier diesen empfehlen. Gerade mit dem UV-Licht nochmal ein Hygienefaktor, der vieles ausmacht. Greifen Sie hier gerne zu, ist eine tolle Sache und wird Ihnen so viel Arbeit zu Hause abnehmen. Sie werden begeistert sein. Jetzt überlegt mal bitte, was wir jetzt gerade schon alles gezeigt haben. Wir haben gewischt, wir haben gekehrt, und oder gewischt. Du kannst das mit der zweiten Maschine, die wir kennengelernt haben, kombinieren. Wir haben die beiden Staubsaugerroboter kennengelernt. Rechnen Sie das mal zusammen, was da allein über den Tag verteilt an Zeit drauf geht, wie viel Schweiß Ihnen die Stirn runterrinnt, wenn Sie das alles nicht von Maschinen machen, sondern mit Ihren bloßen Händen. Sie hängen ständig nur im schmutzigen Wasser und haben ständig Rückenprobleme. Aber wir haben jetzt noch ein Highlight für Sie und das finde ich ebenfalls fantastisch. Also ich bin mittlerweile ebenfalls umgestiegen auf unsere Fensterputzroboter. Genau, auch die kann man heutzutage ganz komfortabel mittels einer Maschine ausreinigen lassen. Und während Sie vielleicht lieber mit einer Freundin telefonieren oder vielleicht am Samstag lieber die Konferenzschaltung der Fußball-Bundesliga schauen, wird der dafür sorgen, dass Ihre Scheiben streifenfrei sauber werden und das von innen und von außen. Heißes Teil hier, oder? Ja, und wir haben zwei Modelle. Den ersten, den wir jetzt zeigen, sagen wir mal, ist eher für den großflächigen Einsatz, also ja. Gerade auch dann in Geschäften zum Beispiel, würde ich den empfehlen. Den zweiten, den wir Ihnen dann zeigen, der ist vor allem für den Privathaushalt auch gedacht. Ja. Und hier sehen wir ihn mal im Einsatz. Das ist natürlich klassisch, so eine große Fensterfront bei einem Büro. Da ja. Muss man dann reinigen und da kann man sich hier dann für diesen Fensterputzroboter entscheiden und muss nie wieder selber die Fenster putzen, denn der arbeitet sehr, sehr zuverlässig mit diesen Mikrofasertüchern, die wir hier sehr schön jetzt von der anderen Seite sehen. Die drehen sich und ja. Machen die Scheibe wirklich optimal sauber. Also ist ein tolles Putzergebnis und auch hier wieder mit Sensortechnik. Das heißt, er erkennt, ob da noch Schmutz ist und reinigt das Ganze dann optimal aus. Also da steckt wirklich schon jede Menge Technik drin. Falls sich unsere Zuschauer auch mitunter schon mal fragen, wie rechtfertigt sich der Preis bei so einer doch recht von der Größe her überschaubaren Maschine. Liebe Zuschauer, das ist nicht so wie in den 80er, 90er Jahren früher, dass man von mir aus etwas hat, was irgendwo ein Hindernis erkennt und dann einfach nur die Richtung wechselt. Da steckt wirklich modernste Technologie dahinter. Alleine diese Sensortechnik hat also schon ein halbes Jahr Entwicklungsphase hinter sich, um präzise nach Verschmutzungen, nach Staub, nach allem Möglichen zu suchen. Und auch die Fensterputzroboter hören erst dann auf, sauber zu machen, speziell die Fenster auszureinigen, grundsätzlich alle glatten Flächen, wenn die Scheibe streifenfrei ausgereinigt wird. Und das mit der Mikrofaser, da brauchst du noch nicht mal Chemie oder irgendwelche Reiniger, die du vom Supermarkt großartig mitschleppen musst. Wollen wir mal zeigen? Ja, natürlich. Ja? Ich komme mal direkt mit Gehen dir wir mal rüber. Ran ans Fenster. Ich kann das direkt auch mal zeigen. Dann setzen wir einen ans Fenster ein, habe ich mal mitgebracht, um ja. Das auch noch mal zu zeigen. Mit diesen Mikrofasertüchern. Die werden nämlich aufgezogen hier einfach. Da sind 12 Stück im Lieferumfang direkt mit dabei. Mhm. Die werden hier einfach über diese Rotorblätter quasi drüber gezogen. Zack. Ja. Die kann man auch in die Waschmaschine stecken. Also auch wiederverwendbar direkt in die Waschmaschine. Dann reinigen die hier wirklich optimal. Und das funktioniert dann hervorragend. Mit Unterdruck saugt der sich dann, wenn er angeschaltet ist, an die Scheibe an. Also quasi an jede Scheibendicke. Egal, was für eine Scheibe Sie haben. Ja. Hier sehen wir es einmal einschalten. Zack, einmal einschalten. Wups. Dann baut er den Unterdruck auf. Dann geht's los. So, jetzt kann ich ihn loslassen. An. Und jetzt kann ich ihm sogar noch die Richtung vorgeben. Ja. Rauf einfach einstellen, los geht's. So, mal gucken hier. Einfach rauf oder runter wischen oder natürlich von links nach rechts oder von rechts nach links. Das kann man sich aussuchen. Mitunter sieht es ein bisschen lustig aus, wenn er sich jetzt erstmal kalibriert. Aber der sucht sich jetzt natürlich seinen Weg und den wird der konsequent weiter verfolgen. Er piepst sie an, wenn er fertig ist. Und bis das der Fall ist, wird er zuverlässig bei Ihnen zu Hause die Fensterscheiben, aber eben also auch mal die glatten Flächen ausreinigen. Gerade bei dem zweiten Modell, was wir jetzt noch kennenlernen werden, eignet er sich auch super mal
zum Beispiel fürs Badezimmer, für die Duschkabine, also Geschichten, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. 265,91 € ist der Preis für unseren ersten Fensterputzroboter zu bestellen mit der Bestellnummer NC5649 und der 569. Und wir hatten es eingangs gesagt, wir haben eine Weiterentwicklung für Sie. Das ist der nächste und den empfehlen wir immer für den Einsatz dann auch im privaten Bereich, also auch für zu Hause, denn der ist noch mal etwas leiser als der andere und ist dann perfekt zum Beispiel auch für Ihre Wohnzimmerfenster, für Ihren Wintergarten, aber auch im Innenbereich, zum Beispiel für Ihre Duschkabine. Auch die können Sie wunderbar mit diesem Gerät reinigen. Gleiches Prinzip, hier nochmal im Design auch ein bisschen überarbeitet. Und hier sehen wir ihn gerade mal im Innenbereich, im Einsatz. Schau dir das mal an. Einfach aufsetzen, auch hier wieder ein Unterdruckprinzip. Innovativste Technologie. Der saugt sich sofort fest, hat auch eine Hinderniserkennung. Du siehst es hier gleich, wenn er nach oben fährt. Der fällt da jetzt nicht drüber, sondern der erkennt, dass die Duschkabine da aufhört. Schau, und fährt direkt dann wieder runter. Also reinigt perfekt bis an die Kante. Auch hier wieder mit dieser Mikrofasertechnologie. Hier kannst du 3 Reinigungsmodi einstellen. Und der fällt auch nicht runter, auch wenn Sie jetzt denken, was passiert mal, wenn der Strom ausgeht? Das war immer so mein Gedanke. Was ist, wenn der Strom irgendwie plötzlich mal weggeht? Kein Problem, der hat erstmal einen Notstromakku für 30 Minuten, hat aber auch noch ein Sicherungsseil mitgeliefert. Also wenn Sie den im Außenbereich einsetzen, zum Beispiel in luftiger Höhe, vielleicht auch mal an einem Dachfenster, ist es überhaupt kein Problem. Da können Sie den einfach auch mit dem Sicherungsseil dann noch befestigen. Auch hier wieder eine Fernbedienung mitgeliefert, also perfekt für den Einsatzbereich. Und auch hier haben wir es mal vorbereitet. Man kann diese Mikrofasertücher entweder trocken benutzen oder aber auch feucht machen. Das hängt von Ihrem Grad der Verschmutzung, von Ihren Flächen ab, die Sie reinigen möchten. Man also manchmal ist ja so richtig Dreck auf den Fenstern oder auch auf der Duschkabine. Ja. Dann kann man natürlich auch mit dem Reiniger arbeiten, den einfach draufsprühen und dann ansetzen. So, dann saugt er sich auch hier mit Unterdruck fest. So. Von der Technik her genauso wie der erste auch. Genau. Nur, dass wir jetzt hier nochmal eine verbesserte sogenannte Firmware haben. Das heißt, er ist nochmal um ein Vielfaches leiser als das erste Modell, was wir kennengelernt haben. Und jetzt kalibriert er sich wieder. Jetzt guckt er sich an, wo sind denn eigentlich die ganzen Hindernisse? Wo sind hier die Begrenzungen? Wo hört die Scheibe denn eigentlich auf und jetzt geht er seine Bahnen entlang. Und das Schöne ist, und das möchte ich Ihnen ganz gerne mal hier simulieren, das macht er eben auch bei Dachschrägen. Schauen Sie sich das mal an hier. Wenn Sie eine klassische Dachschräge zu Hause haben, ist auch das alles überhaupt kein Thema. Guck mal hier, selbst in einem extremen Winkel, wir sind ja schon bei über 40 Grad angekommen, kannst du den locker auch mal zu Hause auf einer Dachschräge einsetzen. Also mein Schwiegervater hat den zu Hause für den Wintergarten. Echt? Da sind große Platten drauf. Und er sagte, da ein erwachsener Mann mit 90 Kilo drauf auf diese Glasscheiben. Er sagte, das kann ganz schön schmerzhaftes und teures Vergnügen werden. Der Fensterputzer nimmt ein kleines Vermögen dafür. Der kommt zweimal im Jahr. Sagt er, häufiger kann ich es mir nicht leisten. Und jetzt hat er ganz einfach hier mal zwischendurch, wenn die Vögel sich da mal nicht beherrschen konnten, dann ganz einfach mal den Fensterputzroboter draufgesetzt. Das Kabel ist lang genug und er sitzt im Wintergarten und schaut sich das Spektakel ganz einfach mit der Zeitung in der Hand von unten an. Es geht wirklich so einfach. Cool. Und das Tolle ist, finde ich, dass diese Mikrofasertücher hier ja auch so um die Ecke extra gearbeitet worden sind. Sie sehen das hier. Das heißt, er putzt auch gleichzeitig dann an den Rahmen hier mit. Also wo vielleicht normale Geräte nicht hinkommen. Hier fährt der wirklich an die Rahmen ran und reinigt auch noch diese seitlichen Schmutzherden dann quasi perfekt aus. Also es ist eine tolle Sache, funktioniert hervorragend. Ganz kurz, jetzt hier an dieser Stelle. Das sieht mitunter ein bisschen chaotisch aus, aber jetzt macht er natürlich Folgendes. Jetzt geht er in seiner Bahn knapp 1,5 bis 2 Zentimeter tiefer, weil er die Bahn ja schon sauber gemacht hat. Dann kalibriert er sich auf die nächste Bahn und geht wieder rüber, so leicht überlappend. Und dadurch entstehen auch keine Streifen. Das ist Spitzenklasse, gerade wenn du eine Seite feucht und die andere Seite trocken lässt. Dann werden grobe Verschmutzungen mit weggenommen und gleichzeitig auf der anderen Seite das Ganze auch wieder abgetrocknet. Vorher hat immer ein Fensterleder noch irgendwo über der Schulter hängen. Oder irgendwo ein Eimer mit Schmutzwasser, das ist dir dann auf einen hellen Teppichboden getropft, die ganze Sauerei. Das hier macht er zuverlässig. Und bei jedem unserer Roboter sind 12-mal die Mikrofaserputztücher mit dabei. Mhm. Noch diese Reserveringe, die sind aus Kunststoff, falls die mal kaputt gehen sollten, sind auch 2 Paar Reserveringe mit dabei. Also da merkt man schon eine ausgefeilte Technik, ein super Putzergebnis und das alles, wie ich finde, zu einem wirklich akzeptablen Preis. Besonders wenn du dir überlegst, wie viel Zeit und Geld das normalerweise in Anspruch nimmt, die Scheiben zu Hause selber auszureinigen.
hier für 313,41 € heute zum TV-Sonderpreis mit der NC 5805 und der 569. Also eine tolle Sache, sollten Sie auch mal bei sich zu Hause probieren. Ist wirklich toll und nimmt Ihnen so viel Arbeit ab. Ich liebe ihn. Ich liebe Carsten, ihn. Ich danke dir, dass du bei mir warst. Ich danke für und die Einladung. Diese schönen Produkte ja. mit mir gezeigt hast. Und ich hoffe, es hat Ihnen noch einiges gefallen. Hier geht es gleich weiter im Anschluss. Den Carsten, den entlasse ich jetzt. Mein lieber Kollege, der Ralf Jansen, kommt jetzt zu uns im Studio. Und dann zeigen wir Ihnen weitere Highlights aus Bereich Küche und Haushalt. Herzlich willkommen zum Megadeal hier bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Hallo und herzlich willkommen zum Megadeal. Hallo und herzlich willkommen beim Megadeal. Megadeal. Hallo, Megadeal-Zeit hier bei Pearl TV. So viel Technik für einen unglaublich kleinen Preis. Einfach dann anrufen und sagen, das ist mein neues Laptop. Ich bin schlichtweg geflasht, was hier aus so einer kleinen, kompakten Bauweise rauskommt. Unser heutigen Megadeal, denn ich finde ihn selber so schön. Das, was wir Ihnen jetzt zeigen werden, ist absolut einfach und dabei unglaublich genial. Ich mag die Megadeals immer, weil dann weiß ich immer, dass Sie ein Top-Produkt bekommen zu einem wirklich kleinen Preis. So, fliegender Wechsel hier im Studio bei Pearl TV. So sauber haben Sie jetzt zu Hause. Und jetzt möchten wir es Ihnen ein bisschen angenehm machen, gerade in den heißen Tagen. Und Kathi, da hast du uns jetzt einige Produkte, die die heißen Tage und die, ja, die Sommertage einfach noch ein bisschen angenehmer machen. Ja, und das egal, ob zu Hause oder auch unterwegs. Denn viele sind ja vielleicht auch in den Ferienhäusern, viel auch in den Gartenlauben unterwegs, ja. fahren vielleicht auch in den Urlaub, haben vielleicht ein Sommerhäuschen irgendwo gemietet. Und da habe ich die richtigen Produkte für Sie. Einmal für Ihr Heim natürlich, für Ihre Wohnung zu Hause, aber auch dann für Ihre Reise, die Sie einfach mal mitnehmen können, um sich dann auch in einer Ferienwohnung oder im Ferienhaus oder vielleicht auch in der Gartenlaube ein bisschen angenehme Frische zu verschaffen. Und beginnen wollen wir mit einem ganz tollen Produkt, sehr beliebt bei uns, und zwar unser mobiler Deckenventilator. Das ist eine ganz klasse Sache, weil Ventilatoren kennt man ja, die müssen immer fest installiert werden. Unser mobiler Deckenventilator, den können Sie mitnehmen. Und der ist wirklich sehr, sehr effektiv, gerade wenn man dann mal ein bisschen einen Luftzug braucht, wenn man da irgendwie einen Ventilator haben möchte, der ist dann perfekt auch für unterwegs geeignet. Und es ist wirklich schön, wenn die frische Luft von der Decke runterkommt, weil das verbreitet sich automatisch im ganzen Raum. Und wenn ich das nicht fest installieren muss, perfekt. Und dann noch wenig Geld. Wir sehen es hier, 9,41 Euro. Eigentlich flexibler und einfacher kann man das Ganze gar nicht machen. Den Ventilator, den brauchen wir ja nur einzuhängen, oder? Genau, schau mal, der ist ganz toll gemacht. Den kann man dann zusammenbauen. Der ist auch nicht groß. Also den kann man wirklich auch mal ins Handgepäck und in den Koffer mit reinpacken, wenn man unterwegs ist. Hat hier vorne auch direkt diese kleine Hängevorrichtung. Also da können Sie einfach den irgendwo dann dranhängen ohne Probleme. Hat dann hier unten das Kabel mit dem passenden Schalter. Da kann ich ihn dann einschalten. Und dann hängt er wunderbar an der Decke und er verschafft Ihnen wirklich angenehme Luft. Man kennt das, gerade wenn es so stickig ist. Da macht man Fenster auf, macht auch noch die Tür auf vielleicht. Aber diese stickige Luft hält sich im Raum. Und die will man ja so ein bisschen vertreiben. Und dafür ist so ein Ventilator wirklich toll geeignet. Mit 40 cm Durchmesser und flexiblen Flügeln ist es wirklich ein super kleines, praktisches Highlight, was Sie sich dann nach Hause holen können. Ja, und da kommt die Erfrischung eben von oben. Man kennt das von Lampen, die so einen Ventilator integriert haben, aber das musst du fest installieren und dann kannst du das nicht mehr umhängen. Hier einfach schauen, wo in der Decke ist denn ein Haken, wo kann ich es dranhängen, hinhängen und von dort kommt dann die frische Luft. Sehr, sehr angenehm, oder? Das ist perfekt für unterwegs, wenn man irgendwo in Urlaub fährt und nicht weiß, ob in dem Ferienhaus dann ein... Ja, man hört auch gar nichts. Nee, flüsterleise. Also, jetzt mal ganz leise sein hier. Nee, ich hör überhaupt nichts. Also gar er macht keinen Ton. Geräuschlos. Und die Luft ist trotzdem auch hier auf der Seite schon zu merken und nach unten natürlich umso besser. Ja. Komm, ich fächel dir mal was zu. Ah, das tut gut. Das tut gut und vor allem tut es doppelt gut, wenn ich ganz, ganz wenig Strom brauche. 4 Watt Stromverbrauch hat dieser kleine Ventilator. Das heißt, er ist also in der Stromrechnung überhaupt nicht zu bemerken. Aber natürlich in der Raumtemperatur, man fühlt sich dann, gerade wenn die Luft mal ein bisschen stickiger ist,
ist sofort viel, viel frischer. Ja, den kannst du ja auch raushängen. Gerade wenn du auf dem Balkon sitzt, zum Beispiel im Hochsommer, dann auch und es ist so richtig stickig. Du hast bestimmt irgendwo an der Balkontür eine Steckdose. Kannst du den einfach einstecken und oben die hinhängen und du sitzt dann da bequem auf deinem Liegestuhl und hast diese angenehme Frische durch den Ventilator. Das ist wirklich ein Highlight. Für kleines Geld, der ist super. Ich habe noch eine bessere Idee. Ich miete dich, Kathi, und du stehst genau so hinter mich. Und dann wird es auch sehr, sehr angenehm. In der anderen Hand könntest du 9,41 Euro. In der zweiten Hand könntest du mir dann noch einen Cocktail servieren. Also ich finde die Idee prima. Für alle, denen Kathi nicht zur Verfügung steht, sie finden mit Sicherheit irgendwo einen Deckenhaken. Und dann wird es sehr, sehr angenehm. Und eben 9,41 Euro. Und die Bestellnummer ist die NC 1384 und die 569. In 2-3 Tagen ist er bei Ihnen. Und dann, ja, so lange haben Sie Zeit zum Aussuchen, wo hänge ich ihn denn als erstes auf? Wie gesagt, flexibel, ich muss ihn nicht fest installieren und das gefällt mir besonders gut. Dann denn ein Ausschalter, ich kann ihn also jederzeit ein- und ausschalten, ganz nach Bedarf. Ja, das ist toll gemacht, also mit dem kleinen Ein- und Ausschalter kannst du dann perfekt steuern. Also es ist eine tolle Sache, gerade auch so für unterwegs. Der ist ja ganz, ganz klein, du steckst diese Rotorblätter einfach nur an, den kannst du schön mit in den Koffer, in die Tasche packen. Das ist wirklich toll, also toll. Und für das Geld, vor allem 9,41 Euro, ein Knaller, also den brauche ich auf jeden Fall auch, den nehme ich da mit, das ist wirklich toll. Gerade auch, wenn man im Schlafzimmer nicht einschlafen kann und dann ist das so stickig, ab jetzt gar kein Problem mehr, dann hängen Sie den eben kurz auf. Ja, ruckzuck. Dann ist die Luft ein bisschen frischer, ein bisschen bewegter und dann fühlt man sich gleich viel wohler. Also ich finde es eine tolle Sache, so Deckenventilatoren kennt man auch aus älteren Filmen, so im Wilden Westen waren überall Deckenventilatoren. Ja, und hier, oder das können Sie jetzt auch bald bei sich zu Hause haben, ohne große Installation, einfach hinhängen, wo Sie ihn hinhaben wollen, einstecken und los geht's. Die Bestellnummer, die NC 1384 und die 569 und der Preis nochmal 9,41 Euro. So, jetzt gibt es aber den einen oder anderen, dem reicht das nicht, wenn sich nur die Luft bewegt. Der möchte es auch ein bisschen gekühlt haben. Und da haben wir jetzt auch tolle Vorschläge. Und zwar unsere Energiesparer, sage ich immer, das sind tolle Verdunstungsluftkühler. Mhm. Und ich mag das hier sowieso immer, diese Verdunstungsluftkühler, ganz, ganz gerne, weil das eine angenehme Kühlung ist. Das ist wirklich, also es ist eine Luft, die da rauskommt, die ein paar Grad kälter ist als die Umgebungstemperatur. Es fühlt sich dann natürlich sehr viel frischer an, gerade wenn man schwitzt auch auf der Haut. Ich finde es immer sehr, sehr angenehm. Und die Luft, die ist auch so leicht befeuchtet, da hier mit dieser Verdunstungskühlung gearbeitet wird. Sie sehen hier unten bei dem Gerät ist der Wassertank. Da kommt Wasser rein und dann arbeitet dieses Gerät mit dieser physikalischen Verdunstungskühlung, also quasi das Wasser durch die Verdunstung, also Luft und Wasser. Verdunstung, da wird die Luft dann runtergekühlt um ein paar Grad und das ist sehr, sehr angenehm. Also ich bin davon total begeistert. Also das Ganze auf physikalischer Basis und nicht auf chemischer Basis, dementsprechend auch ohne Chemie. Einfach nur eben diese physikalische Verdunstungskälte wird hier genutzt und dann kann ich automatisch um 4-5 Grad die Raumtemperatur senken. Genau, und das Gerät, was wir hier haben, du siehst es gerade auch, das ist portabel, das kannst du individuell einsetzen. Mhm. Du kannst es überall mit hinnehmen, also zum Beispiel zum Sofa oder dann auch wieder, wenn man irgendwie ins Schlafzimmer geht, nimmt man es mit ins Schlafzimmer. Wenn man irgendwo draußen sitzt, kann man es sogar mit rausnehmen. Denn wir arbeiten hier auch mit Akkubetrieb. Das bedeutet, dass man bis zu 6 Stunden über den Akkubetrieb arbeiten kann. Also und das finde ich perfekt. Könnte ich es auch mal zum Camping mitnehmen, ins zum Zelt, wenn es zu warm wird. Wenn du das Vorzelt mal eben um 4 Grad runterkühlen möchtest, kein Problem, nimmst du das mit. Also ganz, ganz toll gemacht. Der Wassertank ist auch relativ groß mit 800 Millilitern und arbeitet auch hier wieder sehr energetisch. Also wenn man es über den Strombetrieb laufen lässt, nimmt es ca. 9 Watt Strom, also verschwindend gering, eine tolle Sache. Ja, wunderbar. Und was mache ich, wenn das Wasser leer ist? Einfach wieder nachfüllen, genau, oder? Und hier sehen wir das ja an der Seite. Hier ist der Wassertank hier unten, den haben wir ja gerade gesehen. Der Wasserstandsanzeige ist hier vorne mit. Kann man dann einfach wieder auffüllen. Und hier oben, also Lamellen einmal einstellbar dann. Und auch hier das übersichtliche Display mit hier noch einer extra Leuchtenfunktion. Das ist natürlich auch schön gemacht. Also gerade, wenn man so Nachtlicht haben möchte oder dann auch mal, wenn man draußen ihn irgendwo hinstellt, kann man hier das Licht einschalten. Und dann hier die unterschiedlichen Kühlungsstufen. Zwei unterschiedliche und
nochmal eine Zusatz-Extra-Kühlungsstufe. Und da merkt man hier schon, wie angenehm diese Luft rauskommt. Die ist also wirklich nicht irgendwie trocken. Man kennt das manchmal so von Klimaanlagen, diese trockene Luft. Ja. Mag ich persönlich nicht so gerne, wird man auch schnell krank von, also ich zumindest. Manche Leute mögen das total gerne. Die stehen da total drauf. Also es ist, glaube ich, auch immer länderunabhängig. Aber ich bin ja norddeutsches Mädchen, ne? Und ich mag es dann eher, wenn es nicht ganz so kalt ist. Und das dann wirklich auch eine Luft ist, die so ein bisschen angefeuchtet ist. Also hier können wir um 4 bis 5 Grad runterkühlen durch eben diese Verdunstung. Bei der Klimaanlage könnte ich ja richtig auf 10 Grad oder auf 16 Grad runter. Das geht hier nicht. Aber eine angenehme Frische. Und ich denke, wenn es 30 Grad hat und man kriegt dann so eine 25 Grad Luftwolke an sich, ist das auch sehr, sehr angenehm. Du fühlst es ja auch noch mal kälter, weil meistens schwitzt du ja auch so ein bisschen auf der Haut, sodass sich das dann noch mal natürlich kühler anfühlt auf deiner Haut. Und es ist eine tolle Sache. Man kann den mit hochnehmen, hat unten auch so einen kleinen Notstopp. Das heißt, wenn zum Beispiel das Haus hier mal gegenläuft, hier unten sehen wir das, dann geht der automatisch aus. Also da müssen Sie keine Angst haben, dass vielleicht der Hund es umkippt und es dann ausläuft oder so. Nein, das geht dann automatisch aus. Also hier wirklich an alles gedacht und das für kleines Geld. Wie gesagt, auch mit Akkubetrieb ganz, ganz toll, bis zu 6 Stunden. Ja, tolle Sache, unser kompakter Verdunstungskühler mit der Bestellnummer NC5773 und der 569 für die Erfrischung, egal wo ich sie möchte. 66,41 Euro ist hier der Preis und ja, schlagen Sie zu, wenn Sie mobil auch mal ein bisschen Kühlung wollen oder wie wir es hier gerade sehen, auf dem Schreibtisch einfach hinstellen und dann eine angenehme Erfrischung hier erfahren. Aber das Ganze geht auch noch ein bisschen größer, oder? Das geht auch noch ein bisschen größer, das steht jetzt hier und der ist natürlich dann perfekt für auch größere Räume geeignet. Also wenn Sie den in der Wohnung haben wollen und sagen, ich brauche wirklich richtig Kühlung in meinem Wohnzimmer, in meinem Schlafzimmer, dann ist das Ihr Gerät und der ist wirklich toll gearbeitet, finde ich, weil auch hier wieder diese Verdunstung Kühlung, mit der gearbeitet wird. Wir haben gerade unten schon den Wassertank gesehen, den ich hier auffüllen kann. Der ist natürlich hier entsprechend größer. Also 20 Liter gehen da rein. Also, aber prinzipiell das gleiche System, also diese physikalische Verdunstungskälte wird hier genutzt und dadurch wird die Luft, die vorne rausgeblasen wird, um 4 bis 5 Grad tiefer. Jetzt sehe ich gerade, jetzt vorbestellen. Mitte Juli kommt die nächste Lieferung. Also genau richtig zu den richtig heißen Hochsommertagen. Und dann ist es auch gleich bei Ihnen. Also jetzt schon bestellen. Bezahlen müssen Sie natürlich auch erst, wenn die Lieferung kommt, nur keine Angst, aber jetzt schon vorbestellen, damit Sie nicht den ganzen Sommer leer ausgehen und schwitzen. Aber auch hier haben wir ganz, ganz wenig Stromverbrauch. Ja. Also auch hier wirklich ein sehr geringer Stromverbrauch wieder und haben natürlich einiges mehr an Leistung, was hier dahinter steckt. Also das ist ein Luftumsatz von 550 Kubik pro Stunde, der hier umgesetzt wird. Also das ist natürlich schon mal enorm bei 70 Watt Verbrauch circa. Und der ist halt auch toll einsetzbar, um ihn halt rumzurollen. Also obwohl dieses Gerät relativ groß ist und natürlich viel an Leistung hat, schön runterkühlt. Sie sehen das hier, ich fasse mal ein bisschen, weil unten sind diese Rollen, da kann man das sehr gut sehen. Also den rolle ich dann einfach von Raum zu Raum. Da sieht man auch mal sehr schön die Rückseite dann. Also kann man überall einstecken, wo man einen Stromanschluss hat quasi. Man hat hier kein Abluftrohr zum Beispiel. Sie kennen das von der Klimaanlage, da hat man manchmal diese Rohre hier ganz individuell einsetzbar. Also auch mal mit auf dem Balkon einfach rollen, wenn man möchte. Von Sofa zu Schlafzimmer. Und ganz toll zu regulieren auch hier oben, da ich hier dieses übersichtliche Display habe, aber auch eine Fernbedienung, über die ich dann regulieren kann. Und das macht richtig Spaß. Aber Kathi, es kühlt ja nicht nur, dieses Gerät reinigt die Luft auch noch, oder? Ja, genau. Wir sehen das nämlich hier oben beim Display sehr, sehr gut. Hier ist ein Knopf, Ion steht da dran. Das ist der Ionisator. Das heißt, hier wird auch noch mal die Luft gereinigt. Also zum Beispiel gegen Viren, Pilze, Milben oder auch lästige Gerüche. Die werden hier durch diese Ionisatorfunktion quasi noch dann entfernt. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache, gerade auch bei Allergikern. Die sollten dann auch zu diesem Gerät mit dieser Ionisatorfunktion greifen. Sie werden es direkt merken, wenn Sie auch Pollenallergien haben oder so. Gerade jetzt im Sommer, die kommen dann alle rein, wenn man die Fenster offen lässt. Natürlich. Hier dann nochmal schön die Reinigung der Luft. Auch hier 3 Intensitätsstufen. Ich kann den also wirklich hier schön hochschalten. Dann noch die Oszillationsfunktion. Das bedeutet, dass der dann sich auch noch bewegt, die Luft hin und her schiebt. Extra Kühlung nochmal. Ist wirklich eine tolle Sache mit der Timer-Funktion auch. Die kannst du auch noch timen. Das bedeutet für dich dann ganz bequem, dass du ihn einstellst. Irgendwie
dass er eine Stunde laufen soll, kein Problem. Sehr, sehr übersichtlich gemacht. Und natürlich die Fernbedienung, steckst du hier oben nochmal rein, dann sieht man sie sehr, sehr gut. Kannst du es auch vom Sofa aus steuern. Also und hier können wir auch wieder die Raumtemperatur um circa 4 bis 5 Grad senken, durch diese eben physikalische Leistung, diese Verdunstungskühlung. Ja, das ist der große Unterschied natürlich zur Klimaanlage. Wenn ich es richtig kalt haben will, mal um 15 Grad, dann geht es mit dem Verdunstungsluftkühler nicht. Aber für die Leute, die sagen, oh, ich möchte langsam einfach nur ein bisschen Erfrischung, ist es optimale Gerät, weil es braucht wenig Strom, ich brauche keinen Abluftschlauch, ich bin also viel, viel flexibler. Und vor allem, es kühlt trotzdem sehr, sehr angenehm. Ja, und ein kleiner Tipp, den wir immer so haben, ist, dass man in diesen Wassertank auch noch wirklich kaltes Wasser reinmacht oder vielleicht auch noch Eiswürfel mit reinmacht, weil dann zieht man natürlich die Temperatur noch mal weiter runter. Also eine tolle Sache. Da können Sie das dann selber ausprobieren und dann Timer 1 bis 8 Stunden zu timen. Also vielleicht auch mal einstellen, einfach bevor man dann schlafen geht, das Schlafzimmer noch mal um gerade so diese 4, 5 Grad runterkühlen. Das ist eine tolle Sache, sehr, sehr angenehm. Und bitte bestellen Sie jetzt vor, damit er dann rechtzeitig, wenn es warm wird, auch bei Ihnen zu Hause ist. Bestellen wir mal hier die NC5769 und die 569, den haben wir so gut verkauft. Das ist wirklich eins der begehrtesten Produkte hier bei uns. Wundert mich auch nicht. Der ist auch immer in unseren Rankings, wenn wir unseren Top 10 Rankings haben. Also, einer der beliebtesten Produkte immer. Also ist wirklich eine tolle Sache. Deshalb, wenn Sie sich ein bisschen Kühlung verschaffen wollen und das auch noch gesund, dann hier zugreifen bei unserem Luftkühler. Ja, nochmal die Bestellnummer, die NC5769 und die 569 und der Preis 170,91 €. Kommt Versandkosten und Porto frei zu Ihnen und Sie müssen ihn nur noch einstecken und dann in den Raum oder erst in den Raum schieben, in dem Sie ihn benutzen wollen, einstecken und fertig ist es. Aber jetzt schon vorbestellen, Mitte Juli kommt er dann sicher zu Ihnen. So, jetzt haben wir die erfrischte Luft, aber jetzt hatten wir gerade noch einen ganz, ganz tollen Nebeneffekt, nämlich die Reinigung der Luft. Und hier konzentrieren wir jetzt uns nur auf die Luftreinigung. Genau, und bevor ich ihn anmache, zeige ich Ihnen erstmal, wie hier der Filter gewechselt wird. Also da kann man den nämlich entnehmen hier oben und das ist wirklich, Ralf, ich muss dich mal ganz kurz bitten, ja, ich kriege das mit meinen Fingernägeln wieder nicht, ich bin da wieder wunderbar, weil das ist ein Permanentfilter und das ist für mich auch wieder ganz, ganz wichtig, sodass man keinen Filter wechseln muss oder Filter nachkaufen muss, sondern hier ein Permanentfilter, den macht man dann einfach unter fließend Wasser, reinigt den mit ein bisschen Spüli vielleicht ab, weil da bleibt dann der ganze Dreck dran kleben. Also das merkt man dann auch direkt, wenn man den in der Küche hat laufen lassen zum Beispiel, wo man gekocht hat, wo viele Gerüche sind, auch ein bisschen Fett oder so, da klebt der dann richtig voll. Oder wenn man extrem zur Pollenzeit den laufen lässt, da klebt dann richtig viel dran. Und dann kann man den aber schön wieder abreinigen, einfach unter Wasser und direkt wieder rein. Kann ich übers Lachen, ich habe ihn auch zu Hause und ich habe jetzt mal einen Selbstversuch gemacht, weil normalerweise rauche ich in meiner Wohnung nicht, aber jetzt habe ich mal geraucht extra wegen unserem Luftreiniger, habe ihn angemacht und bin dann mal 2 Stunden weg. Als ich zurückkam, hat es nach frischer Luft gerochen. Ich habe wirklich überhaupt keinen Anhaltspunkt mehr gehabt, dass irgendwann mal in diesem Zimmer geraucht wurde. Und ich war dann wirklich absolut begeistert. Und das passiert natürlich nicht nur mit Rauch, so wie wir es jetzt gerade auch gesehen haben mit den Rauchstäbchen, sondern auch hier Pollen. Auch hier Bakterien, Viren, all das wird gefiltert. Und ich finde es eine tolle, kleine und vor allem eine schicke Sache. Ja, und unglaublich leistungsstark für dieses kleine Gerät. Das schafft wirklich auch große Wohnzimmer. Also bei uns irgendwie sind 50 Quadratmeter ungefähr. Also locker reinigt er die aus. Das ist eine wirklich schöne Sache. Es gibt 2 unterschiedliche Modi, die ich einstellen kann. Einmal hier unten Flüster. Das heißt, den kann man dann so nebenbei laufen lassen. Oder auch den Turbo-Modus. Also wenn Sie zum Beispiel hier gekocht haben, wie die junge Dame, und die Küche dann dementsprechend Essen riecht, einfach einmal den Turbo-Modus an, das Gerät vielleicht so 15, 20 Minuten laufen lassen und dann merkt man schon, wie viel besser das ist, wenn man später wieder in den Raum reinkommt. Es riecht, ich sage immer so, wie nach einem Gewitter. Kennst du die Luft nach einem Gewitter? Ja, natürlich. Sie kennen das zu Hause bestimmt auch. Wenn es dann gewittert hat, wie das riecht. Also die Luft ist so ganz klar und die riecht so richtig so frisch, so richtig, dass man durchatmen kann und denkt, oh, das ist jetzt frische Luft. Und das schafft der auch. Also ich war auch total hin und weg, auch gerade wenn Sie Haustiere zu Hause haben. Sie kennen das vielleicht so ein bisschen. Der Hund,
ist mal nass von draußen reingekommen, dann riecht es wirklich manchmal so ein bisschen. Einfach dann einfach mal den Luftreiniger aufstellen. Sie werden den Unterschied direkt merken. Also es ist eine tolle Sache. Man fühlt sich auch sehr viel besser natürlich durch die frische Luft. Katzen finde ich noch ein wichtiges Thema, weil viele sagen ja immer, ich habe so gutes Katzenstreu, dann riecht man nichts. Aber wenn Fremde reinkommen, sie riechen das trotzdem. Und dann einfach so einen Luftreiniger aufstellen und dann ist das beseitigt. Also ich finde es eine tolle Sache. Er ist klein, er passt sich überall an, weil er auch noch schick designt ist. Also kein so Störobjekt, ganz im Gegenteil, der steht eigentlich als schönes. Ganz dezent steht er irgendwo genau. In der Ecke, gerade in Küchen oder auch im Wohnzimmer. Der ist ja auch flüsterleise, den hört man gar nicht. Und eine bessere Raumluft dann für mehr Wohlbefinden. Für den Preis, 23,66 Euro, das gebe ich gerne aus. Und ich habe ihn persönlich auch schon häufiger verschenkt, weil ich war total begeistert davon, dann meine Mutter auch. Und dann habe ich ihn mitgebracht, meinen ganzen Tanten. Und die haben zum Teil auch Haustiere, die waren hin und weg. Die haben gesagt, das ist so ein tolles Gerät. Für den Preis wirklich unglaublich, was der kann. Also hier eins unserer Top-Produkte, würde ich sagen. So, NC5328 und die 569 ist die Bestellnummer und der Preis 23,66 Euro. Machen Sie so, wie viele Tausend schon vor Ihnen, holen Sie sich diesen Luftreiniger. Wir haben auch Zuschriften von Kunden bekommen, die gesagt haben, sie haben mal über Nacht in der Garage ins Auto gelegt. Das Auto roch wie ein Neuwagen. Alle Gerüche beseitigt. Also, das ist unser Tipp zum Luftreinigen. Jetzt gibt es noch ein anderes Problem, wenn es heißer wird. Und dieses Jahr mit Sicherheit ganz, ganz stark. Denn der Winter war relativ mild. Das heißt, viele Insektenlarven haben überlebt. Und die fangen jetzt langsam alle an zu schlüpfen. Und wenn sie dann abends mal lüften wollen, Balkontür auf, dann kommen die ganzen kleinen Insekten zu ihnen rein. Aber da hast du was dagegen mitgebracht. Ja? Genau, wir haben nämlich unsere selbst schließenden Fliegen- bzw. Insektennetze. Ich gehe mal rüber, kommen Sie doch einfach mit mir mit. Greif du auch gerne. Hier sehen wir, hier haben wir es mal montiert. Das ist unser tolles Netz. In der Montage wirklich sehr, sehr einfach. Ich habe Ihnen hier mal was mitgebracht, um Ihnen das zu zeigen. Weil hier wird das einfach mit Klebestreifen an den Seiten von dem Netz befestigt und dann mit einem Klettverschluss. Das bedeutet für Sie, das ist jetzt hier fest an der Seite. Ich kann es aber auch jederzeit wieder abnehmen. Also eine tolle Sache hier mit Klebestreifen und Klett. Innerhalb von Minuten hat man das befestigt, Ralf. Und das kannst du mir bestätigen. Du hast sie selber installiert, ne? Ich habe sie selber installiert, drei Stück. Und es funktioniert prima. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt rein oder rausgehe, schließt Soll einfach ich mal? Das Netz. Schau mal, ich zeig mal das durch, mal. Durch die Magnete, die hier verteilt sind, von oben bis unten, da sehen wir es, die ziehen sich sofort wieder zusammen und die Tür ist dann wieder zu. Das ist wirklich praktisch, gerade wenn man auch was in der Hand zum Beispiel hat und man dann durchläuft, dann gehen die hinter einem direkt wieder zu. Man muss sich da überhaupt keinen Kopf machen. Ruckzuck schließt es wieder zu. Also eine tolle Sache, weil Sie sehen hier diese Magnete, die hier eingearbeitet sind. Und wenn ich das so ein bisschen aufmache, so ein Spalt, zack, geht's wieder zu. Sie sehen das? Und zack, dabei ist es total luftdurchlässig durch diese engmaschige... Und blickdurchlässig, das finde ich auch ganz wichtig. Man sieht trotzdem noch, als wäre die Tür ganz normal offen. Und ich stehe jetzt einfach mal dahinter, dann sehen Sie das auch, wie transparent das ist. Gucken Sie, also fast keine Sichtbeeinträchtigung. Toll. Haustiere kann man übrigens auch drauf trainieren. Einfach einmal mit einem Leckerli durchlocken und dann merken die, hey, da kann man ja durchlaufen und dann müssen sie da auch nicht immer hinterher rennen. Also auch das eine ganz, ganz tolle Sache. Da sehen wir es auch. Die Katzen haben sich ganz, ganz schnell dran gewöhnt, aber auch die Hunde. Und ich finde es schön, weil es wirklich nicht länger offen ist, als es unbedingt notwendig ist. Mhm. Und gerade, wenn es dunkel wird, wenn ich innen Licht anhabe, dann kommen die Mücken. Da kann man machen, was man will. Und wer schon einmal nachts so eine kleine Stechfliege im Schlafzimmer hatte, der weiß, dass so ein Netz also wirklich Gold wert sein kann. Ich laufe noch mal ein bisschen durch, um das zu zeigen, weil das ist wirklich so ein tolles Prinzip hier mit diesen tollen Magneten, die hier dann direkt wieder hinter mir, wenn ich durchgelaufen bin, perfekt auch wieder schließen. Also wirklich eine tolle, tolle Sache und es ist zu kürzen. Ich habe es extra mal hier gekürzt nochmal, weil es ist für die Standardmaße, das bedeutet 1 Meter und für die Länge sind 2,20 Meter vorgesehen. Wenn Sie jetzt sagen, meine Tür ist keine 2,20 Meter, kein Problem. Unsere Tür ist hier auch keine 2,20 Meter, aber wir haben ja für alles vorgesorgt, kann man dann unten einfach abschneiden. Das ist über
überhaupt kein Problem. Also geht ruckzuck und dann hat man das installiert. Und für den Wahnsinnspreis, 9,41 Euro, ist das so eine tolle Sache für die Balkontür. Ich sage ja eigentlich unbezahlbar, wenn die ganzen Stechmücken, die fliegen, Stechmücken, die weiß ich, habe bei mir die Spinnen. Das ist, ich habe immer so viel Angst, weil bei mir ist direkt ein großer Holzstapel für das Brennholz und da wohnen wirklich so große Spinnen drin und die kommen dann immer in die Wohnung. Da braucht man sowas, weil ansonsten bin ich ja nur in Angst und Schrecken, um die Spinnen zu töten. Das muss nicht mehr sein, denn ab jetzt hat man sowas Tolles. Das schließt perfekt. Trotzdem kann man die Tür halt offen lassen. Man hat frische Luft, man kann immer toll durchgehen, wenn man rausgehen möchte, ohne Probleme, schließt es wieder perfekt zu. Also eine tolle, tolle Sache und für so einen Preis einfach genial. Meine Tochter hatte auch ein Fliegennetz, das war dreiteilig, so zwei vorne, eins in der Mitte. Und wenn du da durchgelaufen bist, war immer wieder eine Lücke. Genau. Und da sind die Fliegen einfach durch. Die haben, glaube ich, meine Tochter ausgelacht dabei und sind in die Wohnung geflogen. Das passiert hier nicht mehr, denn es ist von oben bis unten zu. Die Fliegen bleiben draußen, sie haben trotzdem frische Luft drin und das für kleines Geld, nämlich 9,41 Euro. Mit der Bestellnummer NC8574 und der 569. Auch das in wenigen Tagen bei Ihnen. 5 Minuten brauchen Sie, das würde ich jetzt mal schätzen, zum Installieren. Und dann ist das Problem mit den Fliegen und den Mücken ein Problem von Ihrem Nachbarn und nicht mehr von Ihnen. Genau, und dann habe ich noch was mitgebracht. Das ist wirklich sehr schön, denn viele leiden ja wirklich unter der Hitze im Sommer. Mhm. Wir haben darüber gesprochen, wenn es dann so warme Temperaturen gibt, ist ja auch meistens die Luftfeuchtigkeit ein Riesenthema. Und auch gerade die älteren Menschen, die sagen immer, oh, ich habe Kreislauf. Das ist immer dieses Klassische, wenn es dann zu warm ist. Und natürlich auch die Luftfeuchtigkeit dementsprechend ansteigt. Und da habe ich was Schönes mitgebracht, damit Sie jetzt zu Hause immer kontrollieren können, wie warm ist es bei mir und wie ist überhaupt die Luftfeuchtigkeit. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn man Sachen irgendwo deponiert hat, wenn man Pflanzen hat, wenn man vielleicht auch Lagerräume hat. Ja, oder Kellerräume, um einfach mal zu schauen, ist ein Risiko, könnte ich Schimmel bekommen, ist es zu feucht in dem Raum, muss ich was dagegen tun, ist es zu trocken, kann ich auch einfach was dagegen tun. Also eine tolle Sache oder für mich auch sehr, sehr informativ und da sehen wir einmal die Temperatur und einmal natürlich die Luftfeuchtigkeit in Prozenten. Und das wird mir auch toll angezeigt mit dieser Farbskala hier, also eine 5-farbige Skala hierzu trocken, komfortabel, nass und zu nass wird mir hier toll angezeigt. Dann sehe ich das direkt hier mit diesen Balken und habe hier Ober- und Untergrenzen, die ich programmieren kann und die warnen mich dann auch bei Schimmelgefahr. Also wenn ich sowas dann zum Beispiel in meinem Kellerraum aufstelle, einen Lagerraum vielleicht oder auch der Dachboden, ich möchte wissen, ist es kalt oder nicht, zu feucht oder nicht, dann kann ich das hier wunderbar deponieren und es warnt mich dann auch rechtzeitig. Greifen Sie hierzu, ein toller Preis, 18,91 Euro für diesen kleinen Helfer. Ja, und die Bestellnummer für unser Hygro- und Thermometer ist die NC7431 und die 569. Den Preis hat Kathi gerade genannt, 18,91 Euro. Mit Standfuß- und Hängevorrichtung. Also egal, können Sie auch irgendwo Wand, hinstellen. Tisch, genau, hier sehen wir es gerade hinten, da ist auch dieses kleine Schräubchen dann extra eingearbeitet. Ja. Also eine tolle Sache. Jetzt habe ich persönlich natürlich noch ein Problem zu Hause. Ich bin tendenziell gießfaul, beziehungsweise ich vergiss es immer, egal ob Blumen oder ob andere Pflanzen. Also ich habe so einen braunen Daumen, wo andere einen grünen haben, die gehen bei mir alle kaputt. Aber du hast gesagt, hier ist was, womit selbst ich Blumen immer bewässert halten kann. Genau, und das ist egal, ob das jetzt Topfpflanzen sind oder ob das klassische Schnittblumen sind. Egal, was Sie da haben. Wir haben hier unsere tollen Hydrokristalle und die haben wir in zwei unterschiedlichen Formen. Wir haben einmal diese kugelförmigen Hydrokristalle und dann haben wir die würfelförmigen. Am Anfang zeigen wir Ihnen jetzt die runden hier, diese kugelförmigen. Und die kommen zu Ihnen und zwar sehen die am Anfang, wenn die geschickt werden, so aus. Das sind so ganz, ganz kleine Kügelchen und die legen Sie einfach in Wasser ein. Dann nehmen die das 500-fache ihres Eigengewichtes an Wasser auf. Die saugen sich richtig voll und wenn sie dann vollgesaugt sind, dann sehen die hinterher hier so aus. Und die speichern hier das Wasser, die Nährstoffe für die Pflanzen und die kannst du dann einfach in eine Blumenvase füllen oder auch in einen Blumentopf. Da sehen wir auch mal, wie das funktioniert. Also Kügelchen rein, Wasser rein und dann saugen die sich voll. Und wie lang speichern die das Wasser, Kathi? Bis zu 2 Monate bleibst du damit gießfrei. Also je nachdem, wie viele Kugeln du natürlich nimmst und wie voll die sich auch gesaugt haben, hast du bis zu 2 Monate Ruhe dann mit diesen kleinen Kügelchen. Wie viele Kugeln ist ein gutes Stichwort? Was kriege ich denn hier im Lieferumfang? Du kriegst 5 Farben.
Das sind 5 so kleine Päckchen, die sind 8 Gramm und das entspricht circa 20 Litern dann, die entsprechen, also wenn du es alles zusammen machst. Mhm. Ganz toll, du kannst selber entscheiden, ob du den halt immer nur eine Farbe, gerade bei Vasen, wenn man das auch als Deko-Element nutzt, sieht ganz toll aus, wenn man zum Beispiel auch Tulpen oder sowas dann in eine Vase stellt und unten mal kein Wasser reinmacht, sondern diese kleinen Kügelchen, hier sehen wir es, ganz, ganz toll, das ist natürlich ein Deko-Highlight, seinesgleichen sucht, sieht also ganz, ganz toll aus. Praktisch und ein Deko-Highlight, aber auch wenn ich in Urlaub gehe, einfach meine Pflanzen mit diesen Dingern hier bewässern und dann kann ich sogar 2 Monate Weltreise machen und komme zurück und meine Pflanzen sind immer noch nicht vertrocknet. Genau, und nicht nur wenn für Vasen, also für Schnittblumen, sondern auch einfach unter die Erde drunter mischen dann. Und wenn das Wasser mal draußen ist, was mache ich dann? Kannst du wieder nachgießen. Also das ist nicht einmal und dann weg, sondern ich kann die immer wieder, Normalerweise, irgendwann, klar, sind die dann ausgetrocknet, gerade wenn sie sich ganz zusammengezogen haben. Aber normalerweise bleibst du dann hier wirklich sehr, sehr lange mit. Hier unsere kleinen kugelförmigen, die haben wir heute für Sie. Aber auch die Cubes, die bei dir stehen. Das ist nochmal, gerade auch für Topfpflanzen, finde ich die Cubes auch wirklich perfekt geeignet, weil die auch nochmal richtig viel Wasser aufnehmen. Die fühlen sich für mich irgendwie an wie Gummibärchen, wie feuchte Gummibärchen, aber eigentlich angenehm zu halten. Und ich finde es halt auch schön mit den verschiedenen Farben. Da kann ich noch ein bisschen Design-Highlights machen in den Farben, die ich wünsche. Ich kann das schichtweise machen oder durcheinander. Also sieht schon mal toll aus. Und dann hält es meine Blumen wieder frisch. Und 100% umweltfreundlich. Du hast gerade gesagt, sehen aus wie Gummibärchen. Also es wäre nicht schlimm, wenn du auch eins isst. Natürlich sollte man das nicht tun, es ist nicht zum Essen da, aber es ist umweltfreundlich, chemiefrei und biologisch abbaubar. Also ist es hier alles, ich achte ja immer darauf, dass es ohne Chemie ist, auch hier wirklich chemiefrei. Die saugen sich auch hier wieder. Also du bekommst diese 5 Tütchen mit den 5 Farben, hier auch jeweils 8 Gramm in so einem Tütchen und die saugen sich dann auch hier wieder mit Wasser voll, sodass du insgesamt 20 Liter quasi dann hast. Ich finde es sehr interessant, wie klein die sind hier drin ohne Wasser und wie groß sie dann mit Wasser hier drin sind. Ja, das 500-fache seines Eigengewichts nehmen die auf. Das muss man sich mal überlegen. Eine tolle Sache hier heute für 3,71 Euro. Also wirklich, das ist eine kleine Innovation. Damit sehen ihre Schnittblumen dann in den Vasen, gerade wenn sie eine Glasvase haben, wirklich toll aus. Aber sie halten auch extrem lange, da hier die Nährstoffe und das Wasser natürlich mit der Zeit dann auch an die Pflanzen abgegeben werden. Also da kann man nicht überwässern zum Beispiel, sondern es wird alles nach und nach abgegeben und die Pflanzen, die entwickeln sich ganz toll, die blühen auch länger. Also eine tolle Sache. Probieren Sie das mal aus. Für den Preis bitte gerne. Auch unsere Hydrokristalle in Würfelform gibt es für 3,71 Euro. Bestellen Sie am besten gleich 2 oder 3 Packungen. Die Bestellnummer ist die NC 1325 und die 569. Und dann werden Sie auch dieses Jahr im Hochsommer oder auch in Ihrer Urlaubszeit keine Probleme damit haben, dass Ihre Pflanzen austrocknen. Ja. Kathi, vielen, vielen Dank für die tollen Produkte. Ich danke dir, dass du noch bei mir warst. Für die heißen Tage. Und jetzt sind Sie dran. Rufen Sie an.